So, heute zeige ich Ihnen von der Firma Cassels & Plath den Horizon Ultra Sextanten. Nun einmal die Verpackung öffnen. Das ist die Holzkiste, Transport- und Lagerkiste entsprechend für das Gerät. Dann haben wir einmal das Vermessungszertifikat. Dann entsprechend Handbücher für die Handhabung. Und beim Transport wird das gut verpackt. Solch einer Verpackung. Unten ist nochmal das Eingelesen, kann natürlich nachher rausgenommen werden, diese Styropor oder Schaum. Dann ist das, der Sextant selbst mit einem Bügel hier befestigt. Wenn man diesen Arm rumschlägt, kann man den Sextanten rausnehmen. Und hier sehen wir ihn dann, den Horizon Ultra. Hier unten der Gradbogen, die Optik. Halbsichtspiegel hier zu sehen, also ein Teil des Strahls geht durch, ein anderer Teil wird reflektiert und hier oben über den Indexspiegel entsprechend gebrochen. Dann haben wir hier verschiedene Schattengläser, die wir einblenden können oder einschränken können. Besonders hervorzuheben ist hier das Polarisationsglas, das man in der Durchlässigkeit einstellen kann. Dann haben wir hier noch den Horizont, der wird hier gebrochen durch ein Prisma, das entsprechend den Strahl aufspreizt und beide Seiten des Horizontes entsprechend anzeigt, sieht man das im Video. Und die Spiegelung der Sonne entsprechend ausblendet in dem Wasser, in den Wellen. Auch hier oben, das noch hervorzuheben, haben wir auch einen Polarisationsfilter, der eingestellt werden kann. Der Sextant ist beleuchtet, hier ist eine Batterie im Griff drin, hier oben wird der Stecker angesteckt und dann können die verschiedenen Teile beleuchtet werden. Hier drauf drücke, dann geht entsprechend das Licht an. Hier habe ich einmal die Schnelleinstellung, sieht man gut hier unten, mit der Verzahnung und hier dann entsprechend die Feineinstellung. Ablesen kann ich es hier vorne in dem Fenster. Und dann entsprechend die ganzen Gradzahlen werden hier angezeigt und die 60er-Teilung sehen Sie hier. Zum Sextanten dazu gehört natürlich ein Tragegurt, ein bisschen Werkzeug und ein Putztuch.